Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem schönen Untersetzer, der ganz einfach zu häkeln ist. Dafür habe ich Filet-Häkelgarn verwendet. Einmal das Blau, in dem ich ein Effektgarn dazu genommen habe, das glänzt, und bei der Umrandung Weiß ebenfalls mit einem silbernen Effektgarn. Wir machen einen Fadenring und arbeiten dort hinein 10 feste Maschen. Den lose hängenden Faden können wir fest anziehen. Wir schließen die Runde mit einer Kettenmasche. Nun geht es mit Stäbchen weiter. Der lose hängende Faden kann man auf die Arbeit legen, der kann direkt mit eingehäkelt werden. Wir machen 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die übernächste Masche hinein. Wieder eine Luftmasche. Und ein Stäbchen in die übernächste Masche. Wieder eine Luftmasche und den Faden immer wieder auf die Arbeit legen, damit man ihn einhäkeln kann und dann braucht er nicht vernäht werden. Immer so weiterarbeiten, ein Stäbchen in die übernächste Masche und dazwischen immer wieder eine Luftmasche. So lange weiterarbeiten, bis der Kreis geschlossen ist. Dann enden wir mit einer Kettmasche. Die nächste Reihe beginnen wir wieder mit 3 Luftmaschen. Und nun machen wir jeweils 2 Stäbchen in die Löcher hinein. Und immer wieder dazwischen eine Luftmasche. Die Löcher entstehen ja durch diese einzelne Luftmasche zwischen den Maschen. Also immer wieder eine Luftmasche. Und 2 Stäbchen in jedes Loch hineinarbeiten, so lange bis die Runde geschlossen ist und dann enden wir wieder mit einer Kettmasche. Die nächste Runde ebenso beginnen, doch nun machen wir in jedes Loch 3 Stäbchen hinein. Und immer wieder die eine Luftmasche zwischen den Stäbchen. So entsteht das Loch für die nächste Reihe, wo wir die nächsten Maschen hineinmachen. So lange weiterarbeiten, bis die Runde beendet ist und wieder mit einer Kettmasche enden. Danach folgt noch eine weitere Reihe mit jeweils 4 Stäbchen in ein Loch und dann noch eine letzte Reihe mit 5 Stäbchen in jedes Loch. Dann können wir den Faden abschneiden und ihn sauber vernähen. Alles wird nun mit Weiß umhäkelt. Wer denkt, dass das zu eng ist, sollte jetzt Zentimeter für Zentimeter oben die Kante auseinanderziehen. Dann liegt alles wieder schön glatt, das dehnt sich nämlich sehr gut. Nun brauchen wir einen runden Gegenstand, der größer ist als unser Untersetzer. Diesen legen wir auf ein Blatt Papier und zeichnen die Umrisse nach. Das Teil wird jetzt gespannt, und zwar gebe ich es auf die Rückseite eines Fußabtreters. Das Blatt Papier auf den Fußabtreter geben, das Teil darauf geben und jetzt wird alles gespannt. In der Mitte erst einmal mit einer Nadel fixieren und dann die Seiten in die Höhe ziehen. Wir machen das immer gegenüber der anderen Seite. Also erst oben und unten eine Nadel setzen und dann an den Seiten eine Nadel setzen. Dabei sollte man die Nadel schief einstechen, sodass sie alle nach hinten geneigt sind. So halten sie besser. Immer wieder neue Nadeln in die Zwischenräume und gegenüberliegend auch wieder die Nadeln setzen, so lange bis ringsherum alles mit Nadeln besetzt ist. Der Rand sollte nicht mit spitzen
versehen sein, dann sind zu wenig Nadel drin, der Rand muss schön rund sein. Man muss nicht alles bis zu dem gemalten Rand hochziehen, man sieht ja selber, wie weit man das Teil dehnen kann. Wichtig ist, dass die Abstände in etwa gleich sind. Wenn alles gespannt ist, wird das Ganze feucht gemacht. Das geht sehr gut mit einem Dampfbügeleisen, indem man ein bisschen Dampf drüber lässt, oder aber auch mit einem nassen, aber ausgefrorenen Waschlappen, indem man das ganze Deckchen abtupft. Ein paar Stunden trocknen lassen. Ungeduldige können aber mit einem Föhn nachhelfen. Wenn alles trocken ist, kann man die Nadeln entfernen und danach ist unser Untersetzer schon einsatzfähig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.